So, Fertigung läuft für den Mühlenbereich. Zwei Mühlen sind gerade wieder in der Fertigung. Hier die Rohkomponenten schon zugeschnitten. Fehlen zwar noch die Klappen, aber die Wellenlager und so weiter sind komplett schon drin. Hier sehen wir eine Bypasskammer. Diese Bypasskammer bekommt nachher hier noch ein Schalldämpferpaket mit 6 einzelnen Boxen. Die Schallschutzmatten, die fehlen noch, die werden noch eingesetzt. Darüber ist eine Revisionstür, um da jederzeit ranzukommen. Hier liegen jetzt zwei fast fertige Tauschermodule. Baubreite jeweils 175. Hier ist dann nachher die Revisionstür vor. Man sieht schon die Edelstahl-Anschlagscharniere und die Riegel. Bei diesem Tauschermodul ist dann hier noch eine Bypassklappe verbaut, die hier schon komplett montiert drauf sitzt. Alle Komponenten aus Edelstahl. Verdrehsichere Wellen und GFK-Komponenten und GFK-Teile. Hier nochmal ein Blick in diesen Bereich, wo in diesen Kunststoffmodulen noch die Schallschutzmatten eingearbeitet werden. Hier können wir sehen, wie die einzelnen Module nach dem Kleben auf dem Klebetisch fixiert werden, damit sie sauber und gleichmäßig aushärten können. Der Aufbau erfolgt aus diesen Rohlingen mit der linken und der rechten Seite und natürlich unserem Logo. Hier sieht man gerade bereits Zuschnittplatten ohne Profile. Aus diesen Segmenten oder aus diesen Platten werden dann Kanalsegmente hergestellt, die über 40 Meter an einer Mühlenfassade die Prozessluft vom Wärmetauscher wieder in den Mühlenprozess zurückbringen. Hier sehen wir dann schon mal die passenden Profile dazu. In diesem Fall ist es das Winkelprofil, was für die Kanalsegmente schon komplett zugeschnitten ist. Hier sehen wir dann für die gleichen Elemente das entsprechende Stuhlprofil, ebenfalls zugeschnitten, bereits auf Gärung geschnitten, wird natürlich nachher noch alles versiegelt. Der Zuschnitt aller Komponenten erfolgt über eine computergesteuerte Formatkreissäge. Dadurch sind wir in der Lage, sehr präzise und sehr genau unsere Bauteile zu fertigen und vor allen Dingen individuell für den einzelnen Kunden anzupassen. Im Rohlager verfügen wir mittlerweile über 6 verschiedene GFK-Profilsorten, um dadurch oder damit haben wir die Möglichkeit, alle Bauteile entsprechend so zu konstruieren, dass sie für den Kunden passend gemacht werden können. Tja, was soll ich sagen? Läuft.